Also, auf jeden Fall haben unsere Helden nun endlich ihre Zimmer im Holzlöffel gemietet. Der Inhaber ist ein junger Mann namens Glenn Black mit seinem Bruder Charles. Es befindet sich ein noch unbekannter Barde im Aufenthaltsraum. Des Weiteren wurden sie darüber informiert, dass ein Zwerg namens Elor Diaz und ein Halbling namens Enkai in diesem Gasthaus verweilen. Und nun die übliche Frage: Was tut ihr? Ihr habt immer noch Hunger. Stimmt. Ja, obwohl ich keinen Hunger habe, habe ich Hunger. Ey. Ich schnapp mir eine Schüssel einfach und dann gehe ich später. Also ihr habt natürlich Hunger, ihr wollt euch einen Topf nehmen und da kommt ein etwas dicklicher junger Mann auf euch zu und sagt, oh, hallo, Hunger? Ja. Ja. Gut, eine Sekunde, ich bring's euch sofort. Die Bedienung auch? Ja. Na gut, für den Preis, ne, ist ja. Na gut, dann setzen wir uns am besten schon mal an einen der Tische. Das ist ein Tisch, das ist ein etwas längerer Tisch. Und nach einiger Zeit kommt der etwas korpulente junge Mann wieder zu euch zu. Stellt jedem von euch auch nahe halt eben eine Schüssel Eintopf hin. Bitte, genießt es. Ich habe es selbst gekocht. Oh, danke. Danke. Mal gucken. Naja, riecht ja einigermaßen. Es ist ein deliziöser Eintopf mit Fleisch, Gemüse, Kartoffeln, Schweinefleisch. Also ich finde, der kann noch ein bisschen. Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es Das kriegt man ein bisschen Salz. Es sind Salz und Pfefferstreuer auf dem Tisch. Okay. Hier mal ein bisschen Pfeffer. Ja, jeder hat einen oder was? Kann man aufstreuen, oder? Also aufschrauben. Alter, so hier oder was? Ja, so. Oh. Ja, komm, übertreib es so mal ein nicht. Bisschen. Übertreib es mal nicht. Okay, jetzt. Ach, scheiß mal auf den Löffel. War das nicht was heiß? Nein. Okay, den ganzen Tag hier. Also In dem Moment vernehmt ihr alle den Klang einer Laute, die sich euch nähert. Ich möchte noch ein bisschen zum Nachtisch erinnern. Sie nickt ja. Oh, okay. Als Nachtisch. War lecker. Bitch. Jo. Kleines. Ja, sie nimmt sie dankend an und probiert eine der Erdbeeren erstmal. Scheint ihr zu schmecken. Hier kommt das Spiel der Laute, es wird etwas lauter und kommt aber schneller zu. Ach, der hat noch. Der Bade kommt. Ja. Und vor euch steht dieser stattliche junge Mann, Ende 30, mit langem schwarzen Haar, einem prächtigen schwarzen Bart, einer Brille, wo euch. Er war immer schwarzhaarig. Es gibt. Er ist ein Fantasy. Fantasy. Fantasy, ich sag, hier gibt's Brillen. Vor euch und spielt auf einer Laute. Grüße euch, ihr tapferen Recken. Mein Name ist Nor Bium. Nor Nee, Moment. Ah, Was? Wie? Moment. Norb Mu. Mein Name ist Norb Mu. Ich nenne dich Norbert. Also Noerbmu. Norbo. Norb Mu. Norbmo. Norb Mu. 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 Norb Mu. Ich nenne Mu. Ich nenne Norbert. Ey Mu, hast du auch was Hartes von Metallica? Boah. Diese Bardengruppe ist mir leider nicht bekannt. Oder Ace Adi? Ich versuche den zu ignorieren. Ich frage den Typen mal. Der Nun, mir ist zu Ohren gekommen, dass es derweilen wohl immer wieder zu einem Verschwinden der hiesigen Bewohner kommt. Nun, man kommt also Baden natürlich etwas rum, aber sehr viel habe ich auch nicht gehört. Ich will euch den Grund nennen.
Ihr sieht aus wie tapfere Recken, die schon ordentlich was erlebt haben wollen. Und ich schreibe ein neues Lied, aber mir fehlt Inspiration. Habt ihr vielleicht eine Geschichte, die mir erzählen könnt, die mich zu einem neuen Lied inspirieren könnte? Er guckt mich wirklich an und so, höchst interessant, erzählt mir mehr davon. Und erinnert dich an den Goblins. Den Goblins und Banditen in einem Topf zusammenkämpft. Also ein toller Mann. Kobolde. Erinnert dich an die Kobolde. Ich fasse zusammen. Ein Kämpfer. Waldläufer. Und er fängt an zu spielen. Kleriker, Kämpfer, Waldläufer zogen umher, um Goblins zu töten und noch mehr. Oh, das wird ein gutes Lied, das wird ein gutes Lied. Und er holt sein Stück Pergament raus und ein Stück Kohle und fängt an zu schreiben. Erzählt mir mehr, weiter. Ich brauche mal mehr Inspiration. Bei Helden ins Land zogen umher, um Kobolde zu schlechten und noch mehr. Nein, der erste Tick hat mir besser gefallen. Wir haben kurz nach T4. Wir sind dann auf dem Weg nach Waldläufer reingekommen. Der befindet immer an mitzuschreiben. Ja. Eine lockere Angabe, ich weiß nicht. Wir nicht sind weitergezogen. Haben übernachtet. Haben wir in einer anderen Höhle. Pilze. Fliegende Kobolde. Shrieker, ja. Sind an einem, zwei, drei Shrieker vorbeigeschlichen. Haben nochmal Kobolde und zwei geflügelte Kobolde erledigt. Zum Beweis haben wir hier die Koboldhand. Genau, und Koboldauge. Ich hast du immer noch? Ja, den Anhänger habe ich noch. Hast du nur einen oder hast du zwei? Ich habe einen Auge. Ja, ich habe eine Hand an der Kette. Okay, mach ich drauf. Ich habe diese Schlüssel. Ich kann diesen. Die ich immer in der Rechner. Okay, ja. Also. Haben diese Kobolde erledigt. Haben einen Daniel in einer Truhe gefangen. Jetzt in einer Truhe? Ja, so dabei habe ich einem den Bart verbrannt. Ja? Nein, der Kerker. Einem Banditen. Einem Banditen habe ich den Bart in Flammen gesteckt. Etwas. Wie das in der Truhe gelangen konnte, wissen wir auch. Redet nämlich nicht. Haben sie aufgenommen. Laut uns. Wir sind einem Kutscher begegnet. Offen. Dann auf dem Weg nach Baldur's Gate. Hab ich den Fischer versucht zu verprügeln. Das denn? Ich glaube, das hätte jetzt ruhig nicht wieder einbauen sollen. Das ist doch witzig, das ist eine Pointe im Lied. Provoziert. Ein Fischer provoziert den Zwerg so sehr, dass er sich eine Fingo noch mehr. Der Rest. Na, das können wir nicht. Ja, nachdem ich diesen Fischer verprügelt habe, sind wir. Und hier haben von diesen komischen. Bandstreifen. Hier? Dieser Gegend? Ja, mit Untote und Nekromanten. Das hat wahrscheinlich was. Ja, ihr sitzt da mit diesem Baden, der schreibt, hat sich ja immer das aufgeschrieben, so höchst interessante Abenteuer, die ihr dort erlebt habt. Wirklich. Aber seid ihr schon so oft wieder umgekommen? Ja,
Das liegt daran, weil wir da einen siegreichen Sieg davon getragen haben, aber dann in Wirt, wie wir in Schenk gegangen sind, so viel gesoffen haben, unser ganzes Gold davon gesoffen haben, nicht mehr in Readiness. Alle können sich dran erinnern. Wahrscheinlich auch gesoffen. Du hast gesoffen! Okay, du bist ein Schlag, du hast. Ich hab nie Hangover, Junge! Ich hab alles vergessen wegen der Beule. Ja. Ein Zwerg will nie zugeben, dass er zu viel gesoffen hat, dass er nicht mehr kann, ne? Oh Gott. Ich hab nie zu viel. Das wollte ich gerade vermeiden. So, nachdem ihr dort mit dem. Nachdem ihr dort mit dem Baden sitzt, willkommen zwei weitere Geschöpfe betreten den Raum. Das war ein Zwerg und ein Halbling. Die setzt sich dann eher an den Tisch gegenüber von euch. Ja, der Zwerg sagt so: Wirt, ein Bier bitte! Und jetzt geht zwergische Braukunst. Der Halbling guckt nur hinterher und für mich ein Glas Wein bitte. Ach ja, und der Eintopf bitte noch. Ich hattest du auch Bier bestellt da vor Ort? Weil, wo kannst du eigentlich? Nur im Hengst. Wenn du dann zwergisches Bier kriegst und nur nichts davon musst. Weiß ich aber, warte mal ab, was ich vorhab. Steh auf und setz dich neben den Zwerg. Oh, na, wir sind zwar vom gleichen Stamm, aber das fällt euch ja nicht, euch einfach um den Tisch zu setzen, ohne euch wenigstens zu fragen. Ich nehme auch ein zwergisches Bier. Aha! Soll das eine Herausforderung zu einem Trink sein? Wenn ihr das so wollt, dann soll diese Herausforderung wohl auch angenommen werden. Ich war gefragt, wie viel so ein zwergisches Bier kostet. Nun gut. Ein zwergisches Bier kostet wie viel? Und das zwergische Bier kostet. Moment, kurz nach. Das nahm ich nachher die Arschkarte. Sein Import ist 5 Silberstücke, der Krug. Und jetzt guckt sich an so, nun gut, lasst uns auch seine kleine Wette machen. Wer von uns zuerst zu Boden geht, bezahlt die gesamte Rechnung. Oh, also immer kommt. Aber nur von den Zwergen. Nur von euch beiden, die Biere. Silbertaler, oh, der geht mal kurz. Der Rest, der Rechner ist. Er will mit dir ein Wett aufmachen, Zwerge vertragen viel. Die ist ja in der Geschichte bekannt. Mhm. Ein Zwergenbier kostet 5 Silberlinge. So, das ja. Sind wir schon mal bei. Das, ist schon das mal heißt, du kannst schon mal rechnen. Bei 4 Zwergenbieren. Boah. Ja, gut, das stimmt auch, oder? Ach so, das hab ich jetzt gut, während du halt mit der Wette eingehst, guckt euch der Halbling an und guckt euch der Halbling an und sagt so, ihr könnt nur verlieren. Sicher. Ja. Glaub mir, er macht diesen Sport schon seit mehreren Jahren. Ich auch. Deswegen kann man uns nicht dran erinnern. Wie dem auch sei, ich bin übrigens Ankrell, das ist mein Gefährter Elodias. Und übrigens, als du dir den Halbling etwas genauer ansiehst, nein, das nicht, aber die Fels wird auch, er hat... Halt. Und ja, er hat etwas volleres dunkelblondes Haar. Und was dir auch auffällt, ist irgendwie, dass irgendwie seine Augenbrauen ziemlich komisch aussehen. Als ob sie doch irgendwie weggebrannt wurden. Ich möchte nicht wirklich darüber reden. Und in dem Moment wirst du nur wieder wie Olli. Elodias einfach so voll kräftig auf den Tisch klopft, so. Haha! Er hat versucht, in ein Haus einzubrechen und ist durch den Schornstein rein. Kurze Frage, kriegen wir das dann auch irgendwie mit am Nachbartisch? Macht mal alle außer Janik einen Wurf auf Wahrnehmung.
Oh Gott. Prost. Ja, ich lasse es erst die. Drei. Das sind sechs, sieben. Neun. Ich also schon mal nicht. 7, 8, 9. Ich hab 21 insgesamt. Okay, du merkst, irgendwann schlägt irgendjemand auf einen Tisch und fängt laut herzlich an, eine Geschichte zu erzählen. Du hörst gespannt zu und erzählt dir eine Geschichte von einem Halbling, der in ein Haus einbrechen wollte und durch den Schakamin geklettert ist. Was ich natürlich total lustig finde und dann irgendwie natürlich sofort losgelacht hast. Das bekommt natürlich ihr mit und fragt ihn natürlich, was jetzt gerade los ist. Du erzählst dann, glaube ich, die Geschichte gerade. Ja. Das findet ihr natürlich auch ziemlich lustig und seitdem ist euch sofort bekannt, okay, auf den Tisch gegenüber mit Blade ist irgendwas los. Wieso muss ich eigentlich bei dem Wurf schon wieder den Arsch her? Ich hab ihn hier. Ach Gott, ey. Das heißt, wir haben jetzt die Geschichte auch gehört, ja. Ja, also ihr habt jetzt auch alle drei mitbekommen, okay, am Nachbartisch ist gerade was los. Okay, und kurze Zeit später kommt halt Charles mit einem Tablett mit zwei grünen Zwergischen Bier zu. Ich würde gerne, ich würde gerne, weil ich ja mit der Suppe fertig bin, aufstehen, rumgehen, mich dazu stellen und das Ganze nur beobachten. Wenn es okay ist. Okay. Ich frage meine Wirt kurz, Wirt, wie viel kostet normales Bier? Oh, das kostet nur ein Silber. Drei Bier! Drei Silber! Dessen ist ja im Kreis mitbegriffen, damit ich die trinke. Wenn du das Bier bringst, kriegst du Silber. Ich mach dir mal für Strichliste, wie viel ich gleich. Ich hab drei Bier, was sind wir? Ja, ich bin ja aufgestanden, hab mich zu dem Nachbartisch hingestellt, um das zu beobachten. Also, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass du für uns beide auch noch jeweils eins gestellt hast. Nee, wenn dann nur für euch beide, weil. Dennis! Geile! Dennis, nur für euch beide, weil ich hab mich hier dazu gesetzt, um das Ganze zu beobachten. Also. Er bestellt die drei Bier für sich allein. Ach so. Deswegen er dran. Was? Ich dachte so auf mich. Warte, ich habe drei Silber, ne? Jeweils. Ja. Ja, also ein Silber. 17. Naja, also ein Silber für. Ja, okay, ich erkläre kurz, wie das funktioniert. Du nimmst einen W20. Ich, ja? Oh! Das sollte so relativ easy sein. Du machst dann einen W20 plus Konstitution. Und versuchst über 15 zu bekommen. Ja, 16 bis. Wie es bei ihm aussieht. Okay, jetzt das erste Bier, das schafft ihr beide locker. Ja, das schauen wir mal, weil jetzt wird es ein bisschen schwierig. Nein, das wird jetzt immer ein bisschen schwieriger. Nee, jetzt muss wahrscheinlich. Genau. Jetzt muss die über 16 kommen. Crit! Der Fail. Crit! Hit! Hit. Hit. Ah, geht doch. Warte mal, der zweite Wurf, ist das dann das zweite Bier? Das ist das zweite Bier. Das heißt, du musst aber mal mitrechnen. Ich hab, also schafft der Zwerg das auch, der andere? Er schafft es gerade noch so. Aber irgendwie. Pro Bier ein Strich, das heißt ein Strich sein Bier, dann kannst du selber. Was machst du unten? Ich mach ja. Hier und das insgesamt schon 4. Jetzt über 17. Ja, und der fällt auf jeden Fall aus. Der Zwerg scheint irgendwie nicht gut gegessen zu haben. Er wankt auf jeden Fall. Okay. Eieiei. Nur ein 12 insgesamt. Ja. Kann ich dir schon mal sagen, er hat nur eine. Wir haben es beide nicht geschafft. Ja. Du ziehst dieses Bier runter und du merkst plötzlich, wie es anstrengend wird und wird schon ein bisschen warm. Allerdings der andere Zwerg scheint irgendwie überhaupt nichts zu ertragen und mit dem Kopf an die Tür fing an zu schnarchen. Ja, okay. Habe ich gewonnen, das heißt, er muss bezahlen. Ja, und der Halbling sitzt einfach da so, oh Gott, ist das peinlich. Hey, dann mach ruhig mit deinen Augen. Ey, Zindro, willst du kein Bier? Nee, ich hatte eben schon eins, also von daher bin ich gerade im Moment noch bedient. Leute, sauft so viel, wie ihr könnt, der Zwerg bezahlt. Nein, er bezahlt nur das, was ihr bestellt hat. Ja, nein, ja, dann kriegst du Bier, die anderen zwei nicht. Alles klar, danke dir.
Der hat 3 Bier bestellt. Er möchte keins, das heißt, er kriegt einen. Ich gebe ihm ein Bier ab und ich habe das 2. Gut. Nun, der Halbling rechnet nur sich jeweils 3 Bier. 1, 2, 5 Silber. Das sind 3 Silber. Gut, ich ziehe es in seinen Geldbeutel ab. Ja, okay. Hau echt den Schnaps. Wie auch immer der heißt. Das ist Elodias. Nein, ich meine der Halbling. Achso, das ist Enkrat. Danke, Enkrat. Ein Bier, ja. Ihr zwei seid auf jeden Fall lustig. Wie kommt es, dass ein Halbling und ein Zwerg zusammen durch die Länder schauen? Sagen wir, es gibt ein fernes Land in einem... Sagen wir, es gibt einen fernen Ort in einem fernen Kontinent, wo es doch so weit, wo schon sehr viele Runen herrschten über die Generationen hinweg. Aber das sind alte Geschichten. Ist dir vielleicht etwas? Ehrlich gesagt, das interessiert mich nicht wirklich und er nimmt so ein Bein. Ist denn dein Freund? Ja, man sieht ihn so an, der wird so schnell, ich gucke einfach nur übers Neun. Schnarch, Zwerg, schnarch. Also wenn er mich dann bitte entschuldigt wird, ich muss einen Zwerg ins Bett bringen. Das ist aber schwer für den Halbling. Und er nimmt quasi so den Halbling, den Zwerg über die Schulter. Ja, der Halbling nimmt den Zwerg über die Schulter, wollte ich sagen. Und versucht ihn dann irgendwie entlang zu tragen. Und nach einiger Zeit sieht das halt wirklich Charles und schüttelt einfach nur den Kopf, stellt sein Tablett ab und hilft dem Halbling, den Zwerg auf sein Zimmer zu tragen. Ich stell's mir doch bildlich vor! Es ist ein Traum. Sei froh, du musst es nicht zahlen. Ah, okay. Habt ihr gehört? Mittlerweile ist es draußen komplett dunkel. Ja, ich trinke noch gerade mein zweites Bier aus, ey. Also, Wasch. Ich würde mich dann auch langsam mal auf mein Zimmer bewegen. Oh ja. Gut, weil ich bin mich müde. Also ich frag den Wirt erstmal, welche Zimmer du hast. Okay, ja. Und dann kurz nach, so Zimmer 3, 4, 5 und das Doppelte ist die Nummer 9. Na, ist klar. Ja, gut, wie ist der? Ich ah, schon die 4. Ja, du hast die 9. Ich stehe in 3. Ich die 4. Oh, das, ach du Scheiße, da fällt mir gerade ein. Die 9. Da fällt mir gerade ein, ich brauche nur 4 Stunden Schlaf. Das stimmt ja. Ja, nach 4 Stunden kann ich sowieso nicht mehr schlafen, dann kann ich... Was willst du da drauf rumforschen, wenn er da alleine in dem Ding ist? Was weiß ich, Mann! Das Feuer gucken, weil Feuer sagt mir, was Sache ist. Auf jeden Fall, ich geh in mein Zimmer und Ende holen. Ja, mach ich auch. Fall mit Rüstung, einfach besoffen, so. Das würde ich sogar glauben! Ja. So viel wie der Zwerg gesoffen hat, so. Zwergisches Bier hat mehr Alkohol als denn. Aber dafür habe ich zwei getrunken. So. Auch nur 2 getrunken. Ich wollte sparsam sein, deswegen zeige ich das Bier muss ich umgehen. Ich habe letztes Mal mit dir zwergisches Bier getrunken, deswegen habe ich diesen Filmriss von unserem letzten Abend. So. Ja, ich gehabt. Auf jeden Fall, ich bin jetzt am Knacken. Wer knackt, wird mal hier an. Ja, bin ich bin auch auf meinem Zimmer am Schlafen. Ja, ich auch. Ich gehe ins Zimmer, decke eine. Ist das ein Doppelbett oder jeweils ein Einzelbett? Das sind 2 Betten. Okay. Ich decke erstmal die Kleine zu. Ja, sie schläft auch sofort ein. Gut. Schließe ab. Man weiß ja nicht, was los ist. Und stelle mein Schild neben das Bett, stelle mein Schwert neben das Bett. Und falle so ins Bett, so. Boff! Alle sind am Schlaf.